Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. Ja, es geht endlich mal wieder weiter. Ich wollte erstmal einen kurzen Moment wieder einfinden. Okay, Schlüssel, Salz, Salzsteuer, Korkenzieher, Zahncreme, Kopfkissenbezug, Pastete, okay. Aber das ist ein Zahncreme. Ich habe tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Okay. Ja. Was war hier? Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt auch untergehen wird? Ich bin der Größte. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, war hier das Gespenst. Genau. Hi, Kumpel. Pastetenautomat. Das müsste eigentlich schon so sein, wie es sein soll. Rufus 1, Entropie 0. Zur Mülltonne. Darf ich mal kurz? Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Habe ich da noch nicht mit dem Salzstreuer reingeschüttet? Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Anscheinend noch nicht. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Okay. Können wir bei dem jetzt einfach ins Maul greifen? Darf ich mal kurz? Okay, der ist immer noch bissig. Haben wir irgendwas? Nein, das kann ich nicht machen. Was war hier? Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was ich gehört. Okay, hier ist das Zimmer von Doc. Gegenfrischanlage? Hallo? Rezeption? Du bist des Todes! Was bin ich? Kleiner Scherz! Hier ist natürlich die Rezeption! Immer zu Diensten! Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie! Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5? Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren abgeholt? Oh, muss das sein? Wo ist das Problem? Sagen wir einfach, dass es gewisse Gäste in Ihrem Hotel gibt, denen ich lieber nicht begegnen will. Oh, das Problem kenne ich. Trifft eigentlich auf jeden zu. Können Sie mir denn nicht einfach was empfehlen? Doch, ich kann Ihnen nichts davon empfehlen. Na gut, dann lesen Sie mir doch einfach die Karte vor. Nein, das geht nicht. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Außerdem müssen Sie eh noch einen Verzicht auf Schadensersatzansprüche unterschreiben, bevor Sie einen Blick auf unsere Karte werfen dürfen. Ach, vergessen Sie es einfach. Ich komme mal rüber, sobald Sie an der Rezeption wieder alleine sind. Ach, das wäre zu schön. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig einen Plasma-Austausch-Fluppe-Die-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Haben Sie zufällig einen Plasma-Austausch-Fluppe-Die-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun?
Ups, verwählt. Verwählt. Kein Problem, das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Okay. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Natürlich Zimmer 1. Zimmer 1. Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ach, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Hm. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belassen. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay, dann gehen wir da mal zur Rezeption. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. So, jetzt aber. Rezeption. Okay. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Ja, den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Okay. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Ah, da bist du bei der falschen Firma. Solange dieser Oppen... Ja. Nein. Böse. Okay. Was haben wir denn hier noch? Oh, okay. Ich weiß wieder, wie es mir weitergeht. Passiert ein Automat? Mülltonne? Lieber Pelikan, hier ist ein kleiner Bügel. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Glitschig. Jetzt haben wir einen Fisch. Können wir damit... Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Schuppen? Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Okay. Können wir damit zu... Sehr?
Können wir den ein paar Schuppen verpassen? Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Ach du Scheiße. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Hier hast du ein Shampoo. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir, ich muss duschen. Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Warte mal. Oha. Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Lass wir ihm seinen Spaß. Wir gehen jetzt erstmal nach draußen. Zum Zimmer des Seers. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Huga, huga, schalala. Tarantelas? Die Kutte bräuchten wir. So ist kein Rankommen. Kann man das aufmachen? Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh, wo ist er denn? Oh, jetzt haben wir einen Korken. Können wir da jetzt wieder rein, oder? Abgeschlossen, paranoider Fatzke. So, jetzt haben wir Korken, Pastete, Zahncreme. Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Alter, nicht schon wieder! Mann! Gott. Sorry, Leute. Haben wir hier noch irgendetwas? Spülung? Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Warte mal, da ist ein Leck. Dunkle Zimmer? Da ist ein Deck. Korken? Kann man jetzt die Spülung betätigen? Müsste doch jetzt eigentlich, das Deck ist doch verkorkt. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Nee, nein, nein. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, sie ist gut genug. Du siehst gut genug aus. Meinst du?
Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, der ist ja nicht zu helfen. Ach, der ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Warte mal, jetzt ist ja der... Ist ja nicht mehr... Oh. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Jetzt haben wir ein Spannbettlaken, Kopfkissen, okay. Hat das jetzt noch irgendwas gebracht? Hier mit der Po-Schüssel? Wie geil ist mein Kritiker noch? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Was? Es ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Und lass mich raten, den Klostein können wir benutzen, um die Pastete zu verfolgen. Stimmt ja. Ah. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge ist ja mit. Also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Boso, hast du Hunger? Bitte lass es jetzt klappen. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist... gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab... Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Hier hast du deinen Anzug. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Ach du Scheiße. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Warte mal, 6 Symbole? Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß wieder, wie es weitergeht. Ja, Mann. Jetzt hat er ja Haare. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es... poetische Ungerechtigkeit. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mache mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Ist wieder abgeschlossen? Nein. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. So nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Ja, wir haben eine Kutte. Warte mal, jetzt wo wir die Kutte haben.
Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Die Reliquien? Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Verdikt ein Delikt, das... was? Komm ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Eines der Reliquien? Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Das ist so stumpf. Eines der Reliquien? Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. Und die letzte Reliquie hier gibt es in der nächsten Folge. Okay, ich bin, glaube ich, kein Part von dieser wundervollen Weltuntergangssekte in der Fischerei vom Hotel auf dem Indianerfriedhof und in der Nähe vom Atommüllendlager. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.